üblich gewesen. Eine Woche später, am 20. Dezember 2005, erhält Biedmann einen mit 1 Million dotierten Beratervertrag. Aber nicht von der Sparkasse direkt, sondern von der SK Kapitalbeteiligungsgesellschaft, einem Tochterunternehmen der Sparkasse. Deren Geschäfte werden nicht durch den Verwaltungsrat kontrolliert. Erst jetzt hat das Kontrollgremium durch die Wirtschaftsprüfer von den Vorgängen erfahren. Im Grunde hat die Sparkasse die 1,4 Millionen Euro, die Herr Biedmann im Grunde hätte abstottern müssen, für sich abgeschrieben. Denn durch den Beratervertrag hat sie im Grunde das ganze Geld selbst bezahlt. 400.000 hat sie ihm direkt erlassen, 1 Million hat sie zinslos gestellt und die 1 Million sollte dann abgezahlt werden durch den Beratervertrag. Also das ist ein Geschäft, wo im Grunde Herr Biedmann von seinen sämtlichen Forderungen im Grunde entbunden wird. Ja. Und dass diese Summe jetzt auch genau mit diesem Darlehen zusammenpasst, das macht natürlich die Fragezeichen über seinen Beratervertrag noch größer. Also alle, die vielleicht bis dahin gedacht haben, es gab zumindest mal einen Anfang, wo Herr Biedmann dafür gearbeitet hat oder wo das Ganze theoretisch Sinn machen konnte, die müssen sich doch aufgrund dieser Gesamtkonstruktion die Frage stellen, was war zuerst da? Gab es wirklich Interesse an dem Beratervertrag oder ging es nur um eine Konstruktion, um Herrn Biedmann von diesem Darlehen im Grunde zu befreien, auf Kosten der Sparkasse? Biedmann behauptet, der Beratervertrag sei ein anwaltlicher Honorarvertrag, der unabhängig von sonstigen geschäftlichen Vereinbarungen mit der Sparkasse geschlossen worden sei. Wir fragen dort nach. Doch die Sparkasse will sich erst äußern, wenn die internen Untersuchungen abgeschlossen sind. Die bisherigen Prüfungsunterlagen hat die Sparkasse inzwischen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Was hat die unternommen? Der Kölner Generalstaatsanwalt Jürgen Kapischke. In dem Komplex Beraterverträge werden Ermittlungen geführt gegen Herrn Professor Biedmann, gegen Herrn Müller und gegen die Verantwortlichen der Sparkasse jetzt Köln-Bonn. Der Hintergrund ist die Frage, ob Beraterverträge abgeschlossen worden sind, denen nicht angemessene Gegenleistungen gegenüberstanden. Nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft bei den undurchsichtigen Geschäften rund um die Messe ermittelt. Sogar gegen Oberbürgermeister Schrammer lief 2005 ein Verfahren wegen des Verdachts der Untreue. Das Verfahren wurde mangels Tatverdachts eingestellt. Ebenso die Ermittlungen gegen 3 Geschäftsführer der Sparkasse. Die Prüfer der Sparkasse aber stellten Rechtsverstöße fest. Gleich 2 Prüfberichte wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben. Also ich finde das Verhalten der Staatsanwaltschaft in Köln eigentlich ernüchternd und frustrierend. Ich kann das zwar nur mit meinem Menschenverstand, gesunden Menschenverstand beurteilen und nicht mit juristischem Fachverstand, aber wenn ich mir vor Augen führe, welche Ergebnisse die Berichte zutage gefördert haben, die der Staatsanwaltschaft ja auch seit Monaten bekannt sind, hätte ich vermutet, dass die sofort in Aktion tritt und auch entsprechende Untersuchungen einleitet, allein um Verdunklungen und Verjährungen zu vermeiden. Auch in der Vergangenheit ist es leider häufig so gewesen, dass man sagen muss, es gab ganz klare Vorwürfe, es gab deutliche Verstöße, zum Beispiel gegen das Sparkassengesetz. Die Staatsanwaltschaft hat es trotzdem eingestellt. Ich glaube, dass ein solches Verhalten die Beteiligten nun auch nicht gerade dazu bringt, etwas in Zukunft die Sachen anders zu gestalten oder etwas vorsichtiger zu werden, sich einfach korrekter zu verhalten. Und insofern, ich kann es nicht nachvollziehen und ich würde mir wünschen, dass da erheblich konsequenter durchgegriffen würde. Warum wurden erst Ermittlungen eingeleitet, nachdem Bürger Strafanzeigen erstatteten? Welche tatsächlichen Leistungen standen hinter den hochdotierten Beraterverträgen? Zum Beispiel im Falle Biedmann. Beraten haben will Biedmann die Sparkasse unter anderem hier, bei der Vermittlung eines Mieters für die alten Rheinhallen der Messe. Doch PricewaterhouseCoopers konnte keine Belege für Beratungsleistungen von Biedmann bei der Sparkasse finden. Der widerspricht. Die entsprechenden Gegenleistungen hätten von ihm beauftragte Wirtschaftsprüfer bescheinigt. Sie können selbstverständlich auch einem Anwalt den Auftrag erteilen, als Makler tätig zu werden. Das ist unweis drin. Ich würde es für atypisch halten und erklärungsbedürftig. Im hohen Maße für erklärungsbedürftig. Zu Deutsch, ich würde an der Stelle, da würde ich eine Schaufel nehmen und würde graben. Ne? Muss man deutlich sagen. Auch beim Ex-Sparkassenchef Schröder gibt es einiges auszugraben.
Auch er bekam einen Beratervertrag angeboten, kurz nach seinem Ausscheiden bei der Sparkasse. Ausgerechnet für das Immobilienprojekt, für das auch Rechtsanwalt Bietmann einen Beratervertrag erhalten hatte. Wir schalten uns ein, damit das so bleibt. Der Kölner Versicherungskonzern HDI Gerling wird im Sommer in die ehemaligen Rheinhallen einziehen. Bei den Verhandlungen über die Miethöhe sollte Ex-Sparkassenchef Schröder dem Versicherungskonzern behilflich sein. Gegenüber der Sparkasse, von der er noch Pensionsbezüge kassiert. In dem Entwurf seines Beratervertrages mit der HDI Gerling Versicherung heißt es: Der Auftragnehmer ist als früheres leitendes Geschäftsführungsmitglied der Sparkasse Köln-Bonn mit den hier handelnden Personen bestens vertraut. Ziel dieses Beratungsvertrages soll es sein, die Auftraggeberin auf der kommunikativen Ebene bei der Durchsetzung ihrer Vorstellungen über die Realisierung des Mietzolls bestens zu unterstützen. Es ist ein Unding, dass jemand, der vorher die entscheidende Person in der Sparkasse war, nun anschließend jemanden, der ein Gegenüber der Sparkasse, es muss ja kein feindliches Gegenüber sein, aber ein geschäftliches Gegenüber, berät, wie er sozusagen am besten damit umgeht. Das geht nicht. Was würde man bei Rechtsanwälten eigentlich Parteienverrat nennen? Schröder versichert, diesem Vertrag nicht näher getreten zu sein. Gerling gibt an, dass Schröder seit Herbst 2007 Mitglied des Beirats gewesen sei. Mit den Messehallen sei er aber nicht befasst gewesen. Auf der Rennbahn in Köln-Weidenpesch war Schröder